Willkommen wieder. Wir dürfen unsere erste wichtige Entscheidung fällen. Und ich habe mich ja schon entschieden, nämlich für Azfrost. Wir wollen nach Azfrost aufbrechen. Denn ich mag ganz einfach Schneemaps in Videospielen. Es ist so simpel. Ich weiß schon, da stecken wahnsinnig viele krasse Gedanken dahinter. Spektakulär. Ich schaue jetzt gerade noch ein bisschen nach Loot im Übrigen, aber irgendwie, glaube ich, sieht es da eher schlecht aus. Ein kleines bisschen enttäuschend. Irgendwo hätte man ja schon ein bisschen was verstecken können. Wie sieht's denn da unten aus? Ist hier wirklich gar nichts? Das ist ja schockierend. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich bin auch nicht blind. Nee, absolut nicht. Anscheinend. Dachten die Entwickler, man braucht hier gar nichts zu verstecken. Das ist ja ein Ding. Naja, eine Chance gibt's ja noch. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Komm schon. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich spinne. Das gibt's doch gar nicht. Oh je. Na gut, okay, Leute. So viel zum erhofften Loot für heute. Wollen wir uns ein bisschen umsehen, oder? Also, Benedict, Federica und Sheila müssen wir schon mal nicht überzeugen. Aber es gibt schon ein paar Leute, die wir überzeugen sollten. Angefangen mit ihm hier. Unsere Verbindung mit Azfrost wird sich in Zukunft weiter vertiefen. Es wäre sicher kein Nachteil, unseren Verbündeten besser kennenzulernen. Achso, nee, Quatsch, ist ja genau umgekehrt. Mensch. Richtig, wir müssen die anderen überzeugen. Ups. Ja, Federica kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt unbedingt raus möchte hier eigentlich aus Azfrost. Ist schon ein bisschen fies, oder? Und wieder dann gleich so, nee, zurück nach Azfrost. Zurück nach Azfrost mit dir. Da. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, irgendwann einmal die Heimat meiner Mutter zu besuchen. Ich möchte mehr darüber wissen, wo und wie die Frau gelebt hat, die mir das Leben schenkte. Oh, wie fies, ey. Jetzt geht's einfach nach Azfrost. Vermutlich aussichtslos. Ich kann es ja auch später vielleicht probieren. Vielleicht reden wir einfach erstmal mit den anderen. Was sagt denn Benedict? Lord Serenella. Nirgends weiß man mehr über Zauberkunst und Medizin als in Hysans Hallen der Heilung. Es gibt dort bestimmt auch für unser Land viel zu lernen. Aber auch hier heißt es vermutlich aussichtslos. Aber sehen wir mal. Warum interessiert ihr euch so für das Herzogtum, mein Fürst? Da haben wir etwas unlocked, weil wir uns auch fleißig umsehen. Aber gucken wir erstmal. Die Herzogstadt sei ein Wunder der Baukunst, sagt man. Und als Fürst von Wolford sollte ich meinen Horizont erweitern. Es ist immerhin Federicas Heimat. Ich sollte es besser kennenlernen, ja. Man kann dort viel über den freien Handel lernen. Als Fürst einer Stadt, die als Handelszentrum gilt, erscheint mir das höchst interessant. Ja, allerdings, das klingt sehr schlüssig, dieses Argument. Ja, dieser Punkt ist sicher nicht uninteressant. Doch die allumfassende Gleichheit, die Hysan propagiert, erscheint mir noch weitaus interessanter. Danke, dass ihr eure Meinung mit mir geteilt habt. Um eine Entscheidung fällen zu können, wird aber noch einiges mehr bedacht werden. Falls ihr mehr zu diesem Thema zu sagen habt, will ich euch gerne ein Ohr leihen. Aha. Und nochmal mehr, was wir geunlockt haben. Sehr schön. Wir sollten diese Chance nutzen und in Azfrost mehr über die Eisenverarbeitung lernen. Um ehrlich zu sein, würde ich die Kälte in Azfrost der Hitze in Hysan vorziehen. Ja, okay. Es sind tatsächlich schlechtere Argumente, das merkt man schon. Ich würde zu gerne durch die Bestände der Azfroster Archive stöbern. Nicht umsonst heißt es, dass Wissen Macht ist, ja? Schon ein besseres Argument. Quite true. In den Regalen der großen Bibliothek ruht das Wissen dieser Welt, sagt man. Selbst die Klügsten unter uns verblassen im Angesicht der dort gehorteten Wissensschätze. Danke, dass ihr eure Ansicht mit mir geteilt habt. Ich werde sie bei meiner Entscheidung berücksichtigen. Benedict wirkt unbeeindruckt. Okay, schön, dass ich mir Mühe gegeben habe. Danke. Aber jetzt ist er bei Meinung offen gelandet. Man wird ja auch nicht alle immer vollständig überzeugen können. Machen wir mal weiter mit Sheila hier. Lord Serenella, hello.
Wegen ihrer Stellung hatte Federica bislang keine Gelegenheit, nach Highsand zu reisen, und es würde auch Haus Wolfert nutzen, wenn man die Beziehungen mit Highsand vertiefe. Warum nutzt ihr die Gelegenheit nicht, Federica einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen? Okay. Nö, wir gehen nach Asfrost. Es zieht euch also ins Herzogtum. Werd ich so gut, mir die Gründe zu nennen. Vierte Option, ich mag Schneemaps. Ich möchte die Heimat meiner Verlobten sehen, um sie besser zu verstehen. Ehrlich gesagt, liegt mir die Hitze nicht so. Mit Kälte kann ich viel besser umgehen. Okay. Ich habe von einem Schmuggler gehört, den man dort festhält. Und ich wüsste gerne, ob seine Ware war, was ich vermute. Okay, ja. Dann sehen wir uns doch mal an. Gerüchte habe ich auch gehört. Es heißt, dass jemand illegal Salz von Highsand nach Asfrost schafft. Indeed. Vor dem Hintergrund, dass die gemeinsamen Förderarbeiten nun beginnen, ist das natürlich eine Sache, der man nachgehen könnte. Das Gespräch mit euch hat mir geholfen, meine eigene Meinung zu festigen. Chila wirkt nachdenklich. Aha, okay. Gut, bei Federica könnte das eventuell kompliziert werden. Was sage ich mit dir? Du bist einfach unentschlossen. Ob Asfrost oder Highsand, für mich macht das keinen Unterschied. Ich werde euch folgen, wenn ihr geht. Trotzdem wüsste ich gerne, was ihr denkt. Wirkt aufgeschlossen, jeweils. Das ist natürlich sehr praktisch, dass sie einfach nur generell unentschlossen ist und sich uns wahrscheinlich generell anschließt. Wir sollten nach Asfrost gehen. Asfrost gilt als Land des Eisens und des Eises. Warum interessiert ihr euch dafür? Aha, auch hier können wir den Schmuggler nutzen, aber gucken wir mal, was die anderen Optionen sind. Es ist Federicas Heimat und Herzog Gustadolf wird schon bald mein Schwager sein. Ich möchte die Freundschaft zwischen unseren Ländern vertiefen. Gut, würde jetzt auch Sinn ergeben. Asfrost ist ein wichtiger Pfeiler für unser Förderabkommen. In dem Fall wirkt das aber wieder alles schlüssig, würde ich sagen. Ich habe gehört, dass die Militärpolizei dort einen Schmuggler festgenommen hat. Und ich will wissen, was für eines schweren Verbrechens er sich schuldig gemacht hat. Okay. Ein Schmuggler. Es muss schon etwas von Gewicht gewesen sein, wenn sich sogar die Militärpolizei einschaltet. Die Hintergründe würden auch mich interessieren. Danke, ich verstehe jetzt, warum es euch nach Asfrost zieht. Anna wirkt nachdenklich. Alle wirken so nur nachdenklich hier. Was ist denn los? Ach ja, was ist eigentlich noch mit den anderen Leuten hier überhaupt? Prinz Frani und Minister Patriat verabschieden dort drüben unsere Gäste. Sie haben erwähnt, dass ich euch zu ihnen schicken soll, falls ihr Fragen zu eurer Aufgabe haben solltet. Na, dann gucken wir doch direkt mal. Was gibt's denn hier zu tun? Den Befehl des Königs habe ich euch überbracht. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich wüsste gerne etwas mehr über das Heilige Reich Highsand oder das Salzmonopol. Seid so gut und erzählt mir ein wenig über Federicas Heimat Asfrost. Angeblich genießen die Bürger dort große Freiheit. Erzählt mir das Neueste aus Glenbrook. Gibt es Probleme, von denen ich wissen sollte? Ach, das klingt eher langweilig, aber gucken wir doch mal. Wenn wir schon nach Asfrost gehen, sind natürlich Hintergrundinfos erstmal ganz gut. Man sollte meinen, dass ihr die Heimat eurer Verlobten gut kennt. Aber wenn ihr glaubt, dass ich euch noch etwas Neues berichten kann. Das Herzogtum Asfrost liegt in den verschneiten Bergen im Norden und ist bekannt für seine reichen Eisenvorkommen und die herausragende Schmiedekunst. Die dortigen Waffen sind so vortrefflich wie ihre Träger, die unerschrockenen Kämpfer der Schwarzen Eisen, die sich im Salzeisenkrieg großen Ruhm erwarben. Der gegenwärtige Herzog ist Federicas Halbbruder Gustadolf. Er befehligt als Oberkommandant auch die Armee und hält damit fast die gesamte politische Macht in seinen Händen. Gustadolf fördert ausdrücklich die freie Entfaltung und setzt sich dafür ein, dass seine Untertanen anhand ihrer Begabung und nicht ihrer Herkunft oder ihres sozialen Status bewertet werden. Ein Land der freien Entfaltung? Das klingt wundervoll. Mag sein, doch wir sollten nicht vergessen, dass hinter all dem ein mächtiger und hungriger Militärstaat steht. Einer, der den Salzeisenkrieg erst vom Zaun gebrochen hat. Es wäre vermessen zu glauben, dass die Asfroster nach weiteren 30 Jahren in ihrer engen und unwirtlichen Heimat weniger neidvoll auf uns und Highsand schauen. Doch verzeiht, jetzt bin ich schon wieder ins Reden geraten. Ich wollte eure Entscheidung selbstredend nicht beeinflussen. Entscheidet aus freien Stücken, Fürst Serenor. Ihr werdet sicher ein weises Urteil fällen. Naja, also wir wissen ja schon mal, ne, auch wieder die rosa Haare. Da hat man sich auch wieder entsprechend geäußert, also ganz so toll ist es da wahrscheinlich dann auch nicht. Irgendwas wird irgendwo immer unterdrückt, so traurig wie es sein mag. Naja. Fürst Wolfert,
Ich weiß nur zu gut um eure zahlreichen Verpflichtungen. Eure Zeit ist zu kostbar, um sie mit den Launen meines Bruders zu vergeuden. Das versteht ihr sicher. Ah, cool. Jetzt haben wir auch wieder Optionen. Roland setzt sich sehr für das Königreich ein. Auf seine eigene Weise. Sein älterer Bruder sieht ja das sicher auch so. Roland ist mein Prinz, aber er ist auch wie ein Bruder für mich. Ich gelobe, ihn nach Kräften zu unterstützen, so wie ich es dem ganzen Königshaus geschworen habe. Eure Sorge ehrt mich, Prinz Varane, und ich hoffe, dass wir ein ebenso gutes Verhältnis pflegen werden wie unsere Väter vor uns. Auch ich finde, wir sollten das schon direkt ansprechen hier. Sehen wir doch mal, was er darauf zu antworten hat. Genau solche Ansichten sind schuld daran, dass er noch immer so kindsköpfig ist. Ein perfektes Königreich, einen perfekten König gibt es nicht. Wenn er das einsähe, wäre sein Leben um so vieles leichter. Stattdessen schlägt er einen Weg ein, der ihm nichts als Leid beschert. Warum? Ich habe euch falsch eingeschätzt, Prinz Varane. Ihr sorgt euch mehr um euren Bruder, als ich dachte. Sorgen? Für Torheit gibt es kein Heilmittel. Warum sollte ich also meine Sorgen an ihn verschwenden? Naja, irgendwie macht er sich schon Sorgen, aber will das auf keinen Fall durchscheinen lassen. Nun gut, wie auch immer. Aber es ist eher erfreulich, wenn er sich Sorgen macht. Aber vielleicht ist er manchmal dann doch etwas zu hart mit ihm, hm? Gut, abschließend Federica. Serenella. Liebste Gemahlin, ich respektiere deine Entscheidung nicht. Wir gehen nach Azeroth. Du möchtest also nach Azeroth. Darf ich fragen, warum? Schneemaps. Ja. Es ist deine Heimat. Als dein Verlobter wüsste ich gern mehr über sie. Ehrlich gesagt friere ich lieber, als dass ich schwitze. Okay. Ich bin ein wenig in Sorge, wie man im Heiligen Reich auf dich reagieren würde. Ja, ich meine, ich weiß nicht. Ich meine, den Rassismus scheint es ja irgendwie in beiden Reichen zu geben, oder? Macht das einen großen Unterschied? Aber ja, gucken wir mal. Ist ja sicherlich eine ganz gute Option. Sag, nimmst du etwa Rücksicht darauf, dass ich eine Rosaille bin? Das ist nicht nötig, ich bin stolz auf die Farbe meiner Haare und kann mit den Vorurteilen anderer leben. Jedenfalls gefällt es mir, dass du deine eigene Meinung zu diesem Thema hast. Und? Falls wir nach Azeroth gehen würden, was würdest du dann dort machen? Okay, politische Beziehungen, das Herzogtum mit eigenen Augen sehen. Ich würde gerne mehr über das in Azeroth herrschende Leistungsprinzip lernen, die Freiheit dort am eigenen Leib erfahren. Sehen wir mal, wie viel Freiheit wir haben. Ja, in Azeroth wird man nicht nach seiner Abstammung beurteilt, sondern nach dem, was man erbringt. Ich erinnere an deine Haare und an das, was vorhin gesagt wurde, aber okay, interessant. Ich kann verstehen, warum dich das interessiert, Serenoa. Danke für dieses Gespräch. Ich werde selber noch ein bisschen über die Sache nachdenken. Federica wirkt unbeeindruckt. Naja, es ist ja auch irgendwie trotzdem ein komisches Argument. Wir wollen sie halt in Schutz nehmen. Ja, gut. Aber ich kann auch verstehen, dass man das da nicht unbedingt möchte in so einer Situation. Na gut, dann wollen wir doch mal sehen, was hier passiert. Ich meine, die anderen brauchen wir nicht mehr anzusprechen eigentlich. Die sind in ihrer Meinung schon gefestigt. Dann beginnen wir mit der Abstimmung. Jawohl. Ich freue mich. Ich bin guter Dinge, dass das auch klappt. It is time to cast our votes. Do we journey to the Grand Duchy of Azeroth or the Holy State of Hyzant? Approach the Scales of Conviction with your token at the ready. Forgive me, my lord. Oh, verzeiht mir, mein Fürst, doch ich messe den Hallen der Heilung in Hyzant eine größere Bedeutung für uns bei. Interessant, obwohl wir ihn versucht haben zu überzeugen, keine Chance. I am so sorry. Entschuldige, Serenoa, aber ich möchte unbedingt nach Hyzant reisen. Oh. Oh Mann, ey. You aren't wrong, but... Verzeiht mir, doch ich werde für Hyzant stimmen, auch um Federicas Willen. Hallo? Leute. Please. Ich beuge mich eurem Willen, mein Fürst. Well,
The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Geht's jetzt in eine andere Richtung für uns? Ah, nee. Deine eigene Stimme ist da auch dabei? Oder? Ach, stimmt, ja, Roland hat da nichts gesagt vorhin, richtig. Ich bin jetzt nur davon ausgegangen. Okay. Ja, das war knapp. Die anderen haben alle auf ihre Meinung beharrt, jedenfalls. The way forward is decided. We journey to Esfrost. Nun gut, okay. Oder ach nee, Quatsch, war nicht sowieso auf der Seite. Egal, dann auf jeden Fall müsste Anna den Unterschied gemacht haben, so oder so. We have decided. We set sail for Esfrost. Whether or not it proves to be the right choice will depend on our actions. I trust in you all. We are ready to set sail, Lord Patriot. Very good, my lord. When you pay respects to the Archduke, remember that you do so on behalf of our king. Natürlich. Sollte selbsterklärend sein. Archduke Gustadoff will be pleased that you chose to honor our nation with a visit. I'm sure he is eager to get to know his new brother-in-law as well. The feeling is mutual, I assure you. Does this mean she is coming back too? I feel myself getting sick already. Die könnte sich auch ihre Kommentare sparen. Irgendwann kommt der Feuerball geflogen, ich sag's dir. That swill they call wine will taste even more vile now, I fear. Ja, verschwindet einfach. Tja. Oh Mann. Ja, dass ihr das nicht gefällt, kann ich ja verstehen. My lady, are you sure you wouldn't prefer to stay at Castle Wolfort? Nonsense. I am coming with you. Oh je. Naja, aber wir stellen uns auf jeden Fall dazwischen. Das Rauschen schwindender Wellen. Abgeschlossen. Wo hatte ich irgendwo schwindende Winde gesagt mal? Ich glaube schon. Aber gut, wie auch immer. Serenoa, acting as King Regna's envoy, charts a course down the Norzelia River for the Duchy of Esfrost. Ere long, Serenoa and crew arrive at a massive gate, itself dwarfed by the snow-covered mountains that lie beyond. Awaiting them at Twin's Gate, as it is known, is Farag Esfrost, second in power and influence only to the Archduke himself. Kapitel 3, Akt 2, wo Eis und Erz regieren. Okay, ich freue mich. Geht also prompt weiter. Ja, Schnee. Juhu. Yes. Oh, wer ist das denn? Erica, Thallus, welcome home. I trust the ceremony was a fruitful one. Der Svarok. So sieht er also aus, huh? Der Minister von Esfrost, der jüngere Bruder des letzten Herzogs und Onkel von Gustadolf und Federica. Er wurde als Kommandant zum Zwillingstor versetzt, einer Festung, die den Zugang zu Esfrost bewacht und weit vom politischen Geschehen der Hauptstadt entfernt ist. Okay. 'Twas my duty as minister to be present. Thank you for having us in your domain, Uncle. The crags are lovely as ever. Oh Mann. Die sind ja echt super nett immer. Großartig. Lord Svarog, I present to you Lord Serenoa Wolfort. Come on behalf of King Regna. Ah, the Wolfort boy. Frederica's betrothed, yes? The very same, my lord. I thank you for the warm welcome. Naja, es ist ganz schön kalt. The honor is mine, Lord Serenoa. Svarog Esfrost at your service.
I watch over Twinsgate, the front door of our duchy. Lord Svarog is father to Dragan, and uncle to the Archduke and myself. Ah, ja, okay. Gut zu wissen. We did not expect to see you again so soon, Frederica. But I understand wanting to show off your handsome groom-to-be. Uncle, please. You embarrass me. Good to see you're still not afraid to speak your mind. A word of advice, lad. You do well not to anger her. I shall take your words to heart. Tis quite the burden you're undertaking, my friend. Prince Roland, I did not expect you'd be in attendance. It's been quite some time, Lord Svarog. But today I come as an attendant to House Wolfort. A secret visit, then. Say no more. King Regna thanks Lord Dragan for all he has done for the mining effort. His engineering prowess has proved indispensable. As his boasting has no doubt proved intolerable. Forgive the boy, my lord. That said, rest assured his goals are sincere. He truly does wish to lead us into a new era. I pray you'll lend him the strength to see that it becomes a reality. You have my word. You expect great things from him, then? Against my better instincts, perhaps. But such is my lot as the boy's father. But forgive me. No doubt you are weary from your journey. I shall keep you no longer. Archduke Gustadolf awaits you at Ironstone. Then we shall take our leave. Thank you, Lord Svarog. Okay, Burg Eisenstein. Ah ja, okay, wir haben also wieder die Wahl. Ah cool, es gibt auch mal wieder ein bisschen was, was nebenbei passiert. Frani und Cordelia reden über ihren Bruder. Mhm. Das würde ich sagen, nehmen wir das doch erstmal mit, oder? Ja, bevor es verloren geht oder so, keine Ahnung, wie lange man das überhaupt machen kann. Sind wir mal gespannt, was da noch so alles passiert. Brother, where is Roland? I've yet to see him today. And you shan't, for he has left. Took it upon himself to join the mission abroad. He did? I see. Again, prioritizing his personal wishes above his station. Is there no end to his selfishness? You haven't any love for him, have you? Love. I would rather think of him as little as humanly possible. How can you say that? He's family. Royal family, and our duty is to the crown above all. Do not look to Roland for inspiration if you wish to carry yourself in a manner befitting your station, dear Cordelia. Oh yeah. Mehr war das hier gar nicht, das war dann ja sehr kurz. Schwierig. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich noch kurz die Chroniken nur mitnehmen, dass wir die einfach mal durchhaben, die wir zuletzt halt bekommen haben. Mal sehen. Wir sind ja jetzt in Aesfrost. Okay, das hier hatten wir jetzt schon, deswegen... kurzer Cut hier an der Stelle. Ich habe es nämlich nochmal gelesen. Hat mir aufgefallen. Oh, Moment. Ups. Das hatten wir doch eigentlich schon gemacht. Egal. So viele Informationen in einem Spiel. Okay, das hier ist jetzt auch sehr viel. Aber nun gut. Der Salzeisenkrieg hatte sich an Heißans Fesselgriff um das Salz entzündet, um einen ähnlichen Konflikt in Zukunft zu verhindern. Gründeten die drei Länder nach Kriegsende das Norseelische Handelskontor,
das seither den Handel mit Eisen und Salz überwacht, damit alle Menschen in Roselia gleichsam davon profitieren können. Die Gründung einer unabhängigen Instanz, die frei von Staatsinteressen für einen gerechten Handel sorgt, war Grundlage des Friedensabkommens und hatte den gewünschten Erfolg. Die regulierende Hand des Kontors sorgte dafür, dass sich das kriegsgebeutelte Norselia nach Ende der Kämpfe in allen Regionen gleichermaßen erholte. Insbesondere Glenbrook, das hauptsächlich von der Landwirtschaft und Fischerei lebt, profitierte von den regelmäßigen Salzlieferungen, mit denen es seine Fleisch-, Fisch- und Milchprodukte präparieren und auch in entfernte Regionen verkaufen konnte. Hoffnung auf eine neue Ära des Friedens machte sich breit, doch Highsand, das noch immer die Produktionsmenge des Salzes bestimmte, zeigte sich mit fortschreitendem Wiederaufbau immer unkooperativer gegenüber dem Handelskontor. Azfrost hingegen, dessen geringe Einwohnerzahl durch den Salzeisenkrieg noch weiter dezimiert worden war, kam mit der Restauration seiner Eisenindustrie nur schwerlich voran. Salz, durch die Salzsteuer schon teuer genug, wurde durch den weiten Transportweg ins Herzogtum nahezu unerschwinglich. Da die Eisenproduktion durch Arbeitskräfte und Rohstoffmangel nicht schnell genug anlief, herrschte bald ein Handelsdefizit zu Ungunsten der Gebirgsregion. Zu allem Überfluss stemmte sich das Handelskontor diesem Trend nicht entgegen, sondern konzentrierte sich zu Freude Highsands zusehends auf den Handel mit Salz, das bald eine beherrschende Stellung auf dem Markt hatte. Es heißt, dass dies vor allem auf Druck des Hierophanten geschah, der mit dem Ausgang des Salzeisenkriegs nicht einverstanden war und dem Herzogtum die Kriegsschuld auflasten wollte. Die Wahrheit dieser Aussage ist nicht belegt. Tatsache ist jedoch, dass vor allem Azfrost unter den Umständen zu leiden hatte. Als Folge nahm der Unmut im Herzogtum zu und bald wurde Norselia wieder von einer Spannung beherrscht, die der kurz vor Ausbruch des Salzeisenkrieges glich. König Regner und Fürst Simon erkannten die Gefahr und wandten sich mit dem Vorschlag eines Förderabkommens an Highsand und Azfrost. Auf diese Weise gedachten sie nicht nur die unmittelbaren Spannungen zwischen den beiden Ländern abzubauen, sondern auch dem Herzogtum eine Chance zu geben, seine Eisenproduktion wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben. Die neue Norselia-Mine sollte dazu dienen, ein Gleichgewicht zwischen Salz und Eisen zu schaffen und dem Handelskontor die Möglichkeit zu geben, seiner ursprünglichen Bestimmung gerecht zu werden. Nie wieder sollte eine Tragödie vom Ausmaß des Salzeisenkriegs Norselia heimsuchen. Steckt natürlich wieder sehr viel Mühe dahinter. Ist ja schön ausgearbeitet alles. Gefällt mir auch. Ein wirtschaftlicher Konflikt. Interessant. Nur noch der Norselia-Strom. Der gewaltige Norselia-Strom speist sich aus zwei Nebenflüssen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Vom Westen ergießen sich aus den verschneiten Norselia-Bergen das ganze Jahr über große Wassermengen in den Hauptstrom, die früher oft für Überschwemmungen sorgten. Heutzutage hat man das Wasser mit Dämmen zwar sehr gut im Griff, doch noch immer gibt es in diesem Teil viele Stromschnellen, die die Schifffahrt erschweren. Nur die schweren eisernen Schiffe aus Azfrost und ihre erfahrenen Mannschaften vermögen es, den westlichen Nebenfluss sicher zu navigieren. Ganz anders gebahrt sich der östliche Nebenfluss, der durch die Highsander Wildnis fließt. Hier ist das Wasser vergleichsweise ruhig. Geringes Gefälle erleichtert zudem stromaufwärts gerichtete Fahrten, weshalb der Fluss von vielen Schiffen aller Größen frequentiert wird. Nur in langen Dürreperioden, wenn der Wasserstand sinkt, haben es größere Schiffe mitunter schwer, ihn zu passieren. Die beiden Nebenflüsse stoßen in Glenbrook zusammen und rauschen von dort als reisender Strom Richtung Süden, wo sie schließlich als gigantischer Wasserfall, dem Norselia Katarakt, in die Tiefe stürzen. Okay. Was auch immer uns die Information letztendlich bringt, es ist ja schön, dass über das alles hier doch so viel festgehalten wird. Nun können wir beim nächsten Mal weitermachen. Da sind wir dann mittendrin im Azfroster Stadtgebiet hier. Und erbitten um eine Audienz beim Herzog persönlich. Nun gut. Wieder etwas textlastiger heute. Ich muss mal gucken. Ich denke, beim nächsten Mal können wir vielleicht auch einen Übungskampf mitnehmen. Wir haben jetzt die Texte hier schon mal hinter uns gebracht, aber ich bin sehr gespannt, wie es wohl hier aussieht in der Burg und wie dieser Gustadolf so tickt. Den haben wir noch gar nicht kennengelernt. Insofern, bis zum nächsten Mal.